Hallo, es geht weiter mit Dark Souls 2, oh ja, und zwar haben wir das letzte Mal irgendwie einen tollen Weg gefunden, ja, und ich kann mir sogar, ich muss nicht einfach nur random alles durchsuchen in der Hoffnung, dass ich einen Weg finde, denn wir wissen, wo wir hin müssen, was schon mal ein großer Vorteil ist. Aua. Hä? Aber ich hatte das Schild draußen. Egal. So, und zwar müssen wir hier irgendwo lang. Das Problem ist, es ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Nicht allzu lange, aber wenigstens ein bisschen. Was wiederum bedeutet, dass mein Schwerhirn sich denkt, ja gut, das ist jetzt doch gefühlt 5 Monate her. Das habe ich keine Ahnung, auch wenn es nicht so lange her ist. Irgendwo haben wir hier auf jeden Fall einen schönen Weg frei gemacht. Nur die Frage, wo. Ob das hier in die Richtung war. Ich meine, hier wollen wir nicht runter. Glaube ich. Und, huch. Hier war ich auch noch nicht. Oh, war ich hier schon? Was ist denn hier? Oh, hallo. Wo kommt ihr denn her? Aua. Was? Oh. Ihr Nervigen. Hi. Ist schon nervig, weg mit euch. Heile ich mich, indem ich die... Ach ja, stimmt, wenn ich Gegner kill, heile ich mich doch irgendwas. Doch einen Ring, glaube ich. Voll nice. So, nee, es war doch nicht hier, oder? War das hier? War hier nicht... Oh, hallo. War hier nicht irgendwo ein Boss sogar? Oder war das einfach nur ein Ort, der halt existiert und deshalb toll ist? Hier, komm rein. Ah nein, ja genau, das war der Weg, den wir... gehen wollen. Und es explodiert. Hinter mir ist jemand, der tötet mich gleich. Nein. Es ist blöd, weil die ganzen Gegner wieder leben. Wie weit verfolgt er mich? Hat er aufgehört? Nein. Hey du, hör mal auf damit. Ich finde es gar nicht so cool, weißt du? So. Ich weiß, du kannst dich oben drehen, ja. Hast du nett gemacht. Pisser! So, ich habe ja genug Heil-Items dabei. Beziehungsweise Zauber. Hätte ich nicht noch einen mitnehmen können? Egal. Hier, nein, danke. Ist halt, ah, fuck, wo? Irgendwo. War das hier oben? Wir wussten schon, wo wir ungefähr hin müssen. Und haben leider da in der Nähe kein Feuer gefunden. Aber dafür gab es halt die Abkürzung. Wahrscheinlich gehe ich einen unnötigen Weg. Und wir haben schon einen besseren Weg gefunden. Sieht. Achso, das ist nur ein Pfeiler. Ja gut, ich bin jetzt übrigens überall auf. Suche nach tollen Sachen. Oh ja, genau, das war ja schön hier. Hallo. Oh, es explodiert einfach. Nein. Warte. Wir wollen in die Richtung. Aua, du Pisser. Hier sind wir nur durchgegangen. Verdammt. Ihr merkt schon, ich habe voll die Ahnung, wo wir hin müssen. So, bitte, böser Gegner, dich runterhüpfen. Das wäre arschig. So, da hinten, da müssen wir nicht hin. Also dieser Arsch, der uns verarschen wollte. Ist hier eigentlich irgendwo... Ja, könnt ihr mal aufhören? Wer wirft denn... Da, ach, die Drecksäcke. Oh. Ja, ja, ich hab's ja schon kapiert. Oh. Oh. Moment, dann doch hier irgendwo lang? Fuck. Nee, doch, nee. Hä? Hier runter? Also hier war ja diese Nebelwand, glaube ich. Vielleicht müssen wir hier lang. Herr Kumpel, geht's dir gut? Geht's dir gut? Arme Seele voraus. Aha. Rüstung voraus. Oh. So ein Gegnerarsch. Oh. War das ein Item, das wir schon aufgeheben haben, Tuten? Das kann sein. So, nicht runterhüpfen. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur darunter. Genau. Wir haben hier den Weg frei gemacht und müssen jetzt darunter. So, jetzt. Mein Kopf erinnert sich dran. Das bedeutet, wir könnten jetzt auch eigentlich kurz nochmal heilen. Ja gut, wegen der einen Estus scheiße drauf. Ich werde es noch bereuen, aber wir können uns auch so heilen. Wir können aber mal hier runter.
Denn jetzt gibt's Spaß, denn da unten war ein böses Vieh. Das bestimmt sehr nett zu uns ist und überhaupt kein Problem sein wird. Oh, wir gehen einfach weiter. So viel dazu. Hoppala. Hm. Glück voraus. So ist hier irgendwo. Oh, eine Nebelwand. Auch eine, wo es nicht schwer ist hinzukommen. Oh! Hallo! Ah! Hast du einen Drecksack? Was? Hallo! Was willst du denn? Wo kommen die denn her? Monster voraus, ja danke. Das ist ein anderer Weg hoch. Ich gehe einfach... Hier kommt man wahrscheinlich zum bösen Feuervieh, das wir gesehen haben. Das ist überhaupt kein Problem sein wird, ich heil mich mal. Ich verschwende mein Schild. Nein, doch nicht. Das ist einfach ein... Ach so, wow, bin ich doof. Warum ist der da drauf gewesen? Was ein Drecksack. So. Ich würde schon gerne gegen das Vieh kämpfen. Aber na gut. Ich habe schon meine Estus verschwendet. Jetzt können wir auch versuchen, noch gegen den Boss zu kämpfen. Hallo. Ist hier irgendwie eine Fake-Wand? Da ist ein Weg. Da. Ich bin menschlich. Huh. Verschlossen. Hier ist aber bestimmt irgendwo eine Fake-Wand. Wen kann ich hier herrufen? Wer bist du? Mietglinge Lüet. Mietglinge, das ist doch bestimmt... Sollen wir das machen? Einfach mal so? Wer bist du? Ich weiß, es gibt nämlich so ein paar Sachen, wo man irgendeinen NPC herrufen muss, aber das war nicht der, oder? Soll ich es mal machen? Ist das was? Ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen Noob-Modus, aber ich will wissen, ob das irgendwas bringt. Vielleicht war es auch eine doofe Idee. Hallo, Mietglinge Lüet. Ja, jetzt? Der hat zwei Schilde. Der hat zwei Schilde. Ich weiß... Oh, holy fuck. Was zum... Was bist du? Oh. Ein Arschgesicht. Ich verstehe. Oh. Ein Stein-Arsch-Gesicht. What? Das wird bestimmt easy. Wir haben einen Mietling mit zwei Schilden. Also was kann er uns? Er hat sein eigenes krasses Intro. Hallo. Erstmal abhauen und schauen. Die Situation, okay, wir haben nicht viel Platz. Oh, er will Stress. Hurra für Sieg. Oh. Sieg habe ich leider nicht. Der hat verschiedene Orte zum Angreifen. Warum bin ich dumm? So. Oh oh. Nicht mich ergreifen. Kamera, warum sind seine Füße da? Kann ich irgendwas mit seinen Füßen machen? Die kann man einzeln angreifen. Also muss doch irgendwie. Oder ist es einfach nur, um die Kamera nicht so beschissen zu machen? So, komm schon. Komm schon. Das war meine Feuerbälle. Warum habe ich Angst vor dir? Hallo, Kumpel. Er kann hüpfen. Ein kräftiger Stein. Ganz schön krass. Au, was soll das? Der Bitch slappt mich einfach. So. Soll nicht? Er hat... Der hat eine Waffe. Das ist sein Arm. Er hat einen Arm als Waffe. Okay. Er kommt mir etwas einfach vor. Die Miet... Er greift aber auch nur die... Au. Vielleicht war die Mietlinge doch etwas lubig. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, wie schwer das ist, wenn's... Wenn er keine krass... Der trifft einen nicht. Warum war das so easy? Ha. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, ich verkacke selbst mit NPC-Kumpel. Was war das denn? Der ja viel. Ich meine, ja gut, er hat uns nicht angegriffen. Aber selbst wenn er uns angegriffen hätte, der hat einfach nur 100 Jahre gebraucht für so einen Angriff.
Der hatte bestimmt auch irgendwelche mega schweren anderen Angriffe. Der wahre Kampf beginnt. Aber wahrscheinlich war das kein richtiger. Und jetzt fängt es erst richtig an. Jetzt kommt wahrscheinlich erst irgendwas Böses. Nicht aufgeben, hier. Ist er wirklich so schwer? Und ich hab... Ich versteh's nicht. Ja gut, aber jetzt kann ich ja nichts machen hier. Oder ist hier jetzt was anderes da? Hallo? Ich bin stark verwirrt. Hä? Kann ich hier irgendwo... Hier sind auch voll wenig Blutflecken. Kann ich da irgendwo bestimmt durch? Nein? Fuck, ach stimmt, es war das... War der Weg hier der optionale? Oder... Ist das hier nicht der optionale? Ich hab's vergessen. Ich glaube, das war der optionale Weg und wir müssen eigentlich woanders hin. Shit, ich müsste aber nochmal nachlesen, wo das war. Dammit, also, weil Hunti hat's mir ja geschrieben. Ach nein, hier können wir jetzt hier lang. Nein, können wir nicht. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Wo sind Schlüssel? Irgendwo sind bestimmt Schlüssel. Wen haben wir bekommen? Den da? Uralter Schlüssel. Oh, geil. Öffnen Zellen. Ich weiß es nicht. Das ist doof. Fuck, wo war eine Tür? Wahrscheinlich total offensichtlich, aber... Ja. Der Schwer halt, der Schwer mit seinen Schlüssel. Shit, der weiß doch nichts. Ja, geil. Hallo, Feufeuland. Hallo. Der hat auch kaum Seelen gegeben. So toll kann er nicht gewesen sein. Vielleicht... Ich hätte ja auch viel früher hingehen können. Wahrscheinlich ist er eigentlich noch heftiger, wenn man nicht unbedingt gerade 20.000 Level höher ist, als man eigentlich sein sollte. Hier jetzt. Aha, Soldatenschlüssel. Hallo. Bei den Seelen lohnt sich's nicht mal, zurückzugehen. Okay, hallo. Hurra für Ring. Okay, dann bist du hoffentlich keine Mimik. Ich weiß immer noch nicht, wie die Mimics hier aussehen. Ring der Wiederherstellung. Ach, ich habe ja auch... Moment. Wie kann ich... Unbrauchbar, Rest in... Oh, nein, wie kann ich... Info. Dies ist ein ungewöhnlicher Ring. Er begrenzt die... Ah ja, der ist nice. Fuck. Maximale Belastung erhöhen ist immer gut. Fuck! Weniger Fallschaden, ja. Müssen wir mal schauen, ob wir den brauchen. Ich bin zu dämlich. Von jedem besiegten Gegner, okay. Stellt TP langsam wieder... Krass. Eidringe. Haupt die Aufnahme zusätzliche Zauber. Steinring ist, glaube ich, super nice. Hier, der Steinring, der ist, glaube ich, ganz cool. Aber ich will kurz den da hier. Außerdem braucht man Fallschaden verringern nicht unbedingt. Hoffe ich. Das da hier. Der ist super nice. Jetzt sorgen wir dafür, dass Gegner mehr gestaggert werden, wenn wir es angreifen. Und jetzt heilen wir uns mit der Zeit. Ich will wissen, wie gut er ist. Oder ob der überhaupt gut ist. Hallo. Hi. Cool, wie geht's? Devil Stress. Der hat aber ein langsames Schild. Oh, der bleibt bei seinem Schild. Überwältigung, Waffe. Prächtige Lanze. Okay. Bist du jetzt ausnahmsweise mal eine Mimik? Nein. Gelbes Kraut. Ja gut, hey Kumpel, ich würde halt da schon gern hin. Kannst du mal deinen fetten Arsch hierher bewegen? Hey, der dreht sich. Niemals drehen beim Angreifen, ist auch doof. In der Zeit könnte ich dich zerstückhaxeln. Oh, ja, oh, oh. Das hat bestimmt wehgetan. Oh. So. Boop, boop, boop. Ha. Sians Helm. Wir müssten eigentlich mal schauen, wie es mit Ausrüstung aussieht. Wie es mit Ausrüstung aussieht. Jo, der ist ja gar nicht mal so schlecht. Ah, der ist aber schwer. Sollen wir den mal ausrüsten?
Hey, die wären auch gar nicht mal so schlecht gewesen. Oh, der ist krass. Nein, ist er nicht. Bringt das Symbol des Königs. Ach so, um hier reinzukommen. Ich verstehe. Das ist jetzt also irgendwas anderes. Ja gut, ja gut. Ich glaube, die Ausrüstung will ich doch nicht. Das hier ist so schön wenig schwer. Wir haben halt nur so viel Schrott eigentlich als Ausrüstung. So wenig auch. Voll krass. Ich bin schon über Level 70. Okay, hier kann man also erstmal nichts machen. Na gut. Es gab noch einen anderen Weg. Ne, hier sind wir schon lang. Es gab nichts mehr. Kann sowas auch eine Fake-Wand sein? Ne. Ah, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Kurz mal schauen. Fake-Wand. Oh. Ich will hier runter. Wie komme ich hier runter? Also, mit dem Katzenring vielleicht rumhüpfen und hoffen, dass ich überlebe. Hallo. Au. Alter. Krass. Der hat mich hart gebumst. Tschüss. Schauen wir mal unser Leben an. Sehr langsam, oder? Aber rein theoretisch könnte man mit dem Ring einfach nur auf K rumsitzen und hoffen. Ich will da runter. Hm. Ah, ja. Hier. Soldatenschlüssel benutzt. Oh nee, hier wird's dunkel. Solche Gebiete sind immer arschig. Oh, da kann ich jemand herrufen, die sind echt arschig. Was passiert hier? Was bist du? What the fuck bist du? Soll ich den herrufen? Ich will jetzt nicht einfach nur Leute herrufen und mir alles einfach machen. Es kommt hier überhaupt ein Boss? Die Sache ist, was zur Hölle ist ein ruinierter Alphys? Und warum will ich ihn herrufen? Versucht Verbündeter, versucht rechts. Soll man machen? Ich nehme ihn, mache jetzt einfach mal hier, okay. Okay, okay. Wenn das jetzt irgendwie zu noobig ist und das jetzt alles super easy wird, dann lassen wir es vielleicht. Aber es ist Dark Souls. Ich werde sowieso noch irgendwann anfangen rumzuheulen. Hallo, Kumpel. Ach, der ist nur Licht. Du bist ein Licht, Heini. Okay, dann ist gut. Dann war es eine gute Entscheidung. Oh, ich habe keinen. Der ist mehr als nur Licht. Die Sache ist, vielleicht sind die jetzt immer tot, weil das ist ein Zauberer. Aber wahrscheinlich muss er die Viecher töten. Was hat gerade gewackelt? Hallo. Los, schieß ihn ab. Oh. Die kommen doch alle wieder zum Leben, oder? Die stehen alle wieder auf, richtig? Also einfach nur durchrennen und hoffen, dass wir den Heini finden. Wir sollen uns rechts halten, haben sie gesagt. Oh, ja, ja. Ich deck dir den Rücken. So. So. Ich weiß auch nicht, ob die einmal angegriffen werden müssen und es war's, dass sie dann für immer tot sind. Also von dem Heini. Hallo. Fackel. Ja, geil. Ist mir eigentlich egal. Ich habe unseren Kumpel. Ich meine, das hier war jetzt nicht unbedingt schwer, aber ob dafür noch was gut ist? Für den Arsch da zum Beispiel? Oder hier machen wir einfach. Oh nein, wir haben keine Feuerbälle. Pumperla. Mann! Hey! Kann ich hier? Ist das eine Abkürzung? Das kann sein. Feuer, Kumpel. Oh. Hi. Können wir den jetzt staggern? Nein, oh, fucking, ich greife an und dann 100 Jahre später kann ich immer noch nicht rollen. Das ist krass, wie hier die Bewegung, wie lang das hier braucht alles. Oh, der Heini ist hoch und kämpft, krass, was macht der denn da oben? Ich bin nicht hoch und er rennt hoch und kämpft, oh shit. Oh, hallo. Was macht ihr denn? Lass meinen Kumpel in Ruhe, die halten echt viel aus, die NPCs. Ja. Die halten echt viel aus. Der ist tot. Gut gemacht. Ja, das hat er gut gemacht. So viel zu meinem Kumpel. Egal. Für den nervigen Part, wo es dunkel war, war er da. Mehr brauche ich nicht. Den Rest schaffe ich auch so, hoffe ich. Bastardschwert. Krass.
Offenes Gebiet. Geborsteter roter Augapfel, ja geil. Oh. Du Hure. Goddammit. Wow, bin ich gut. Loch, aber sind los, okay. Oh, hallo. Oh. Ausweichen ist echt langsam. Ja, auf damit. Los, greif an. Du kannst doch eh nichts. Boop, boop. Boop, boop. Fuck, fuck. Ho, ho, ho. Und Drecksack. Hey, da ist ein Gegner. Steht halt einfach rum. Hey, Kumpel. Oh, deshalb. Du Bogenpisser! Die wollt mich verarschen, also ob. Explodiert es. Gute Möglichkeit, das rauszufinden. Dick Dank.